Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu The Killing Room. Mein Name ist Venom. Boris Venom. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu The Killing Room. Und wir sind jetzt ein neuer Charakter und müssen ja bekanntlich von vorn anfangen, da wir ja im dritten Part kläglich in der dritten Etage gescheitert sind. Ich werde versuchen, diesmal alles besser und anders zu machen, allerdings kann ich das nicht versprechen. Wir haben als Item, als Anfangs-Item das Stachelhalsband bekommen, wo ich immer noch nicht so wirklich weiß, was das mir so wirklich bringt. Ist aber auch erstmal egal, wir starten jetzt die neue Runde und sind gespannt und gucken uns erstmal wieder einen langen Ladescreen an, denn ihr müsst wissen, ich habe den ersten Part jetzt gerade geschnitten, kurz vorher, und habe mir es dort aufgefallen, dass die Musik ziemlich laut war. Die habe ich jetzt auch runtergeschraubt noch ein bisschen und dadurch musste ich das Spiel halt kurz schließen und dann habe ich einen Part geschnitten bzw. gerendert und wenn das Spiel einmal geschlossen wird, dann sind die Ladezeiten enorm lang. Das ist ein bisschen doof, aber nicht zu ändern, wobei jetzt geht's eigentlich relativ zügig. Wir hören schon die erste Musik bzw. die ersten Geräusche. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu leise, damit ihr auch was hört. Und ja, wusstest du, dass du die Beliebtheit verlierst, wenn du Haupträume betrittst und gewinnst, wenn du Nebenräume betrittst? Was? Also wenn ich Haupträume betrete, ich muss ja aber Haupträume betreten, dann verliere ich immer Beliebtheit? Das ist ja richtig dumm. Und wenn ich Nebenräume betrete, die ich nicht betreten muss? Ja, toll. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? So, wir starten! Oh, ne, Waffe wechseln. Los geht's! Ihr Affensäcke, ihr Dummen. Oh, scheiße. Nein. Ich hätte schneller treten sollen. Ihr fucking Babyköpfe. Verzieht euch! So, Doppelkill, das fängt schon mal gut an. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was für eine Schwierigkeit wir... Aber ich habe maximale Gesundheit, ist schlecht. Das ist schlecht, meine Lieben. Scheiße. Okay, das lief jetzt nicht so gut. Oh, Ammo. Die lasse ich mal noch liegen. Hier ist die Fliegenklatsche. Toll, das hätte uns im letzten Run was gebracht. Jetzt natürlich ist das nicht so. Oh, leicht sogar. Den könnte ich sogar aufsperren. Verliere ich auch Beliebtheit. Die Fliegenklatsche nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Das heißt, ich werde die Ammo auf jeden Fall hierfür einsacken. Den Rest brauche ich ja bekanntlich noch nicht. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Raum. Das ist der, da müsste der Shop sein. Allerdings ist das... Manchmal habe ich echte Frame-Einbrüche so kurzzeitig mal, aber nur immer so kurzzeitig. So, ich stelle mich in die Ecke. Ihr Nulpen, ihr absoluten Affensäcke. Ihr seid nichts gegen mich. Ah, scheiße, ich kann nicht durch den Shop schießen, ist das euer Ernst? Ja, was kann ich denn dafür, wenn der Roboter im Weg steht? Das ist ja richtig dumm. Jetzt habe ich 1% Popularität verloren, weil der Roboter im Weg stand oder was? Ich glaube, ich spinne. So, pass mal auf hier. Nimm mal den Scheiß hier. Komm mal her, ihr kleinen Drecksäcke. Los, komm mal da hin. Jetzt hängt er da hinten echt... Ist das denn sein Ernst? Ist das echt denn sein Ernst? Was tust du da? Oh, was ist das denn? Gilgamesh. Boah, das ist bestimmt voll das geile Item. Okay, was haben wir denn noch so? Roboter? Guck mich nicht so an. Ich habe schon 1% wegen dir verloren. Du Kacknuss. Oh. Kann ich das jetzt eigentlich kostenlos nehmen? Weil hier steht nur zum Benutzen. Und hier steht der Preis immer. Und hier steht einfach nur Get Ammo. Ich guck jetzt mal, wenn ich das... Oh. Wenn ich das jetzt nehme. Nee, da bezahle ich auch Geld. Was ist das denn für ein Blödsinn? Da steht aber keine... Ich raff das nicht. So, 150. Ich glaube, ich nehme mal... Jo. Das nehme ich mal mit. Das ist ein leichter, aber nö, das brauche ich noch nicht. Das lassen wir mal da liegen. So, Moment. Was... Habe ich das eigentlich schon... Ja, da war das drin. Und hier war doch hier nicht auch noch irgendwas?
Ach nee, hier war ja die Munition. Stimmt ja. Hatte ich mich ganz vermacht gehabt. Naja, wie dem auch sei, wir machen mal weiter. Ah nee, da geht's zum Start zurück. Da möchte ich natürlich nicht weitermachen. Sondern hier. Hier. Warum buht ihr denn? Ich bin doch voll der... Oh! Tritt. Nein, ich hab's in die Falle. Oh, nein. Ihr dumm... Oh, ich hasse euch. Oh, ja, natürlich, keine Munition mehr. Ich hab's in die falsche Richtung getreten, das andere Teil. Oh, ist das scheiße. Jetzt habe ich 1% Dings verloren. Das ist so unnötig, diese Prozente zu verlieren. Oh, ich nehme alles zurück. Alles gut. So, hier haben wir Mitte. Also diesmal ist eigentlich viel leichterer Raum und ich stelle mich so dumm an. Ist nicht gut. So, ich musste erst die Viecher ausschalten. Da war eine Falle, die habe ich gesehen und gekonnt umlaufen. Was haben wir denn hier? Scharfschütze nehmen. 3% kritischer. Naja, ist nicht so meins, aber ich nehme es mit. Was soll's? So, und ich schalte viele Errungenschaften frei. Das ist cool. Das ist wirklich cool. So, die blauen wieder erst hier. Die sind zwar total schwach, aber die sind halt enorm schnell. Und das ist halt die Kacke da dran. Ah, jetzt ernsthaft. Ich hasse... Nimm das Ding. Puh. Gut. Läuft doch eigentlich bisher. Wow. 1200. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist natürlich... das ist natürlich sehr geil. Also es läuft gerade gut. So, mit den Dingern kann ich mich übrigens überall hin teleportieren. Das wollte ich euch nur mal noch sagen. Weil, das habe ich bisher noch gar nicht gezeigt. So, wir gehen noch mal zum Shop, denn... wir haben ja ein bisschen Geld. 1400. Ich würde ja gerne den Gilgamesh da haben, aber... Glaub, ist nicht ganz so geil. Beziehungsweise geht halt nicht, weil ich nicht genug Geld habe. Ich bin so arm. Hier sind immer noch die Dinger drin, aber ich glaube, die lasse ich mal noch liegen. Ach, wobei. Wir kommen ja jetzt eh zum Boss. Wobei, wenn ich mich bei dem Boss eigentlich nicht ganz so dumm anstelle, dann... aber nach dem Boss kriege ich ja sowieso wieder Heilung meistens. Deshalb wäre das eigentlich jetzt viel schlauer zu nehmen. Und deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Und dann schnappen wir uns nämlich den Boss... den ich ja mit der Pistole locker hinbekommen sollte. Bossroom. Ich drücke eh zum Überspringen, weil wir haben das ja alles schon gesehen. Deshalb kann ich das jetzt mir ja erlauben. So, ich bleibe einfach stehen. Spring hoch. Alles gut. Au! Okay, gut. Das hat gut funktioniert. Ich muss nur aufpassen. Na, toll. War ja klar. War ja wieder sowas von klar, dass das Vieh mich erwischt. Ey, ich springe immer zu spät hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt dumm, was ich hier mache. Komm schon. Das war gut. Das war richtig gut. Nein! Jetzt ist aber gut. Ja, Schutzweste wäre geiler. Schutzweste wäre schon wirklich echt geiler gewesen. Ich meine, wir haben jetzt komplett unsere Schutzweste verbraucht. Ich müsste hier an dieser Stelle, müsste ich echt besser spielen. Leider Gottes. Naja, macht nichts. Wir haben die erste Etage geschafft und wir haben, du liebst es, die Taschen voller Geld zu haben. 1% Chance auf kritischen Treffer pro 2000 Dollar, die du eingesteckt hast. Wow. Das ist ja total scheiß Item. Das braucht doch kein Mensch. Das ist ja richtig dumm. Das ist wirklich nicht so geil. So, hier nehmen wir mal das. Schaden gehen wir höher. Ja, und ich würde sagen,
dann war's das für diese Folge. Ich meine, die Folgen sind echt nicht lang. 10 Minuten, 15 Minuten. So lang gehen die Folgen halt echt nicht. Aber ich möchte das halt auch nicht zu lang auswerten. Ich könnte jetzt beide Etagen versuchen zu machen. Aber dann wird hier eine 30-Minuten-Folge rausspringen. Und ich glaube, das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. Und im Moment sind wir halt gut dabei. Und deshalb belasse ich das erstmal hierbei. Und würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haut rein. Euer Boris. Da, Boris Venom Christensen. Ich bin nämlich euer Boris und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Boris in Killing Room. Bis dahin, haut rein, vielen Dank fürs Zusehen, vergesst die Bewertung nicht, ihr könnt mir wie gesagt in eure Beliebtheit-Prozentanzeige wieder in die Kommentare reinklimpern, fände ich sehr, sehr cool. Und ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.